Im letzten Jahr bin ich auf die Neo Air X-Lite von Thermarest umgestiegen und sie hat mir auch das gesamte Jahr super gute Dienste geleistet. Allerdings, durch meine eigene Blödheit habe ich sie Ende des Jahres zerstört, indem ich einen ja etwa so großen Ast durch den Boden durchgerammt habe und deswegen war ich auf der Suche nach etwas Neuem. Bei der Recherche ist mir dann aufgefallen, dass Thermarest für das Jahr 2023 zwei neue Isomatten im Programm hat und zwar die NXT-Version der X-Therm und der X-Lite, die ich eben im letzten Jahr verwendet habe. Beide Isomatten habe ich von Thermarest zum Testen zugeschickt bekommen, allerdings ist das hier keine Werbung. Ich werde hier ganz normal meinen ersten Eindruck mit euch teilen und Thermarest hat mir auch keinerlei Vorgaben für dieses Video gegeben. Die Thermarest Neo Air X-Lite ist ein wahrer Klassiker unter den Isomatten. Sie ist nicht nur extrem komfortabel und hat eine hohe Wärmeleistung, sondern sie ist noch dazu klein und auch leicht. Und damit ist sie eben perfekt für alle Leute, die Mehrtageswanderungen machen, Bikepacking oder eben wo ein geringes Packmaß und ein geringes Gewicht von Relevanz sind. Wie immer ist in dem Lieferumfang ein Packsack für die Isomatte dabei, ein Reparatursack und ein Pumpsack. Mit dem Pumpsack kann man die eben deutlich komfortabler aufblasen, auch wenn ich persönlich die eigentlich nie verwende, aber viele Leute schwören da drauf und es ist natürlich auch ein Vorteil, da man dadurch eben nicht so viel Feuchtigkeit in die Isomatte reinbringt. Auch die NXT-Version gibt es weiterhin in einer Mumienform und auch in den bewährten Größen, die es schon die ganzen Jahre über gibt. Allerdings ist es neu in diesem Jahr, dass es auch eine Max-Version gibt. Die gab es, glaube ich, im letzten Jahr auch schon von der X-Therm, aber in diesem Jahr ist es eben neu für die X-Lite. Die Max-Version ist eine komplett rechteckige Variante der X-Lite. Sie ist damit einfach perfekt für Leute geeignet, die sich viel im Schlaf bewegen oder eben einfach eine noch größere Liegefläche haben wollen für erhöhten Komfort. Und ich habe jetzt die Regular White, wie ich sie auch schon im letzten Jahr hatte. Das ist eben nicht die Max-Version. Deswegen kann ich jetzt auch nicht unbedingt einen Vergleich zu der neuen Max-Version ziehen, ob ich die jetzt speziell empfehlen würde. Neu bei allen Größen ist allerdings die veränderte Dicke. Von 6,4 cm ist sie auf 7,6 cm angestiegen. Und das sieht man von außen schon relativ deutlich. Und auch gerade für Seitschläfer ist das natürlich immer gerne gesehen, da man so die Wahrscheinlichkeit verringert, mit der Hüfte irgendwann auf dem Boden zu liegen. Und obwohl die neue Isomatte deutlich dicker geworden ist, ist sie nicht besonders schwerer geworden. Thermarest geht sogar so weit und sagt, sie ist nicht schwerer geworden, aber ich habe beide auf die Waage gelegt und meine Regular White aus dem letzten Jahr ist eben 13 Gramm leichter als meine neue X-Lite. Allerdings ist das auf jeden Fall im geringfügigen Bereich und mit der erhöhten Dicke kann man da auf jeden Fall immer noch sehr zufrieden sein. Und nicht nur die Dicke hat sich verändert, sondern auch der R-Wert hat sich verändert. Hier ist eine Steigerung von 4,2 auf 4,5 geschehen und weiterhin benutzt Thermarest hier eben einen reflektierenden Film im Inneren, hat da eben die Struktur von dem Film angepasst und dadurch isoliert er einfach nochmal ein bisschen effizienter und auf den ersten Blick denkt man, ja, die fühlt sich eher an wie ein Plastiksack, aber ich habe die eben schon in diversen Temperaturen verwendet und die hält einfach mega warm und eine kleine Steigerung wird man vielleicht nicht unbedingt in der Praxis merken, allerdings ist die auch immer gern gesehen. Während das jetzt alles ja ziemlich geringfügige Verbesserungen waren, die auch gerne gesehen sind, ist das aber nicht das Problem gewesen, was die X-Lite bisher hatte, denn sie war immer schon leicht, sie war immer schon bequem und sie hatte auch immer schon eine gute Isolation. Was allerdings ein sehr, sehr großer Kritikpunkt an der X-Lite war und was für viele Leute auch ein absoluter Dealbreaker war, ist, dass eben durch diesen reflektierenden Film die Isomatte sehr, sehr laut wird, sobald man sich darauf bewegt. Und zwar sogar teilweise so laut, dass manche Leute gesagt haben, ey, ich kann die nicht benutzen, wenn ich zu zweit unterwegs bin, weil sonst derjenige, der mit mir im Zelt liegt, wach wird oder sonst was. Das hat Thermarest in diesem Jahr endlich behoben. Das ist etwas, das hat mich nicht unbedingt gestört. Allerdings bin ich auch sehr happy darüber, dass sie es jetzt endlich verbessert haben. Sie sagen sogar, es ist 6-mal besser geworden oder 80% leiser als der Vorgänger. Und sie haben das auch in einer Akustikkammer komplett durchgetestet. Diese Angaben kann ich jetzt natürlich nicht wissenschaftlich überprüfen, ob das stimmt. Allerdings kann ich euch jetzt mal einen direkten Vergleich mit der letztjährigen zeigen. Und ich glaube, dann wird die Verbesserung schon ziemlich deutlich. Das hier ist die Version aus dem letzten Jahr. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen kleinen Audio-Vergleich, damit ihr einfach auch einen besseren Eindruck der Verbesserung bekommt. Hier ist das Mikrofon. Das ist hier auf Brusthöhe. Und dementsprechend solltet ihr eigentlich auch eine ganz gute Idee davon kriegen, wie die Verbesserung in der Realität ist. Ich drücke jetzt hier gleich einfach mal an den Seiten so ein bisschen rein, wie es auch in der Praxis sein würde und dann bekommt ihr, glaube ich, schon eine ganz gute Idee, was ich meine. Mich hat das tatsächlich nicht allzu sehr gestört im Normalfall, allerdings werdet ihr gleich sehen, wie deutlich besser die neue Variante ist. Das ist eben die neue Variante. Sie hat auch eine leicht andere Farbe, die ist eher so ein bisschen orange, während die andere so ziemlich grell war. Tut jetzt nichts zur Sache, allerdings gefällt mir die neue Farbe auch deutlich besser.
Ich hoffe, das ist jetzt ganz gut rübergekommen. Mir fällt sonst kein besserer Vergleich ein, den ich euch geben könnte. Man merkt aber bei der alten X-Lite definitiv, dass die halt ja ziemlich, ja, wie so eine leere Chipstüte sich anfühlt. Also die ist jetzt nicht, wer weiß wie, gedämpft. Da das Prinzip immer noch gleich ist, hat man diesen ganz leichten Chipstüten-Knistern im Hintergrund immer noch. Allerdings ist es viel, viel gedämpfter. Ja, 80% Verbesserung kommt wahrscheinlich im Labor tatsächlich hin. Ich würde jetzt da Thermarest nicht unbedingt der Lüge bezichtigen. Aber man hat halt immer noch dieses leichte Knistern und es ist deutlich weniger, ja, weniger aggressiv, weniger, ja, weniger spitz. Es ist halt eher so ein sanfteres, gedämpfteres Knistern und dadurch viel, viel angenehmer. Ich hoffe, dass das auch in einigen Monaten, Jahren immer noch so wird. Aber über die Zeit werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal was dazu sagen, sollte es da nochmal ein Problem geben. Ansonsten ist bei der X-Lite alles beim Alten geblieben. Sie ist immer noch leicht, sie ist immer noch klein, sie isoliert noch besser und sie hat eben immer noch das bewährte Winglock-Ventil. Wenn man weiß, wie man das Winglock-Ventil bedienen kann, dann ist das auch ein fantastisches Ding und funktioniert halt mit Pumpsäcken super. Man kann auch Mini-Pumpen dran machen, gibt es auch von Thermarest eine und auch günstigere Alternativen, wenn man das sucht, verlinke ich euch mal unten. Und dann kann man das eben wunderbar aufblasen und auch das ja, Abblasventil geht halt mega schnell, da muss man nicht irgendwie wer weiß wie viel Aufwand investieren oder mit wer weiß wie viel Druck die Luft eben aus der Isomatte wieder rausrollen. Des Weiteren ist das Außenmaterial, es fühlt sich ziemlich, ja, ziemlich leicht an, es fühlt sich halt immer so ein bisschen an wie eine Plastiktüte. Das ist aber halt einfach, ja, anders geht es wahrscheinlich einfach nicht bei so einem leichten Produkt. Allerdings ist das aus 30 Denier Nylon, also 30D ist die Kennzeichnung dafür und das ist schon ziemlich robust, gerade gegen Abrasion. Wenn man dann natürlich was Spitzes durchsticht, ist die Isomatte kaputt. Da kann Thermarest auch nichts dran ändern. Das liegt halt einfach in der Natur der Sache bei dieser Art von Isomatte. Kommen wir jetzt zur nächsten Isomatte von Thermarest und zwar der X-Therm. Auf den ersten Blick könnte man jetzt denken, das ist einfach nur eine X-Lite in einer anderen Farbe. Allerdings steckt im Inneren deutlich mehr, weswegen sie eben perfekt für den Winter ist. Ich schmeiße sie mal hier gerade zur Seite. Die X-Therm hat eben einen R-Wert von 7,3. Die X-Lite einen R-Wert von 4,5. Beides eben die neuen NXT-Versionen. Man kann das jetzt nicht pauschal sagen, bis zu welcher Temperatur so eine Isomatte dann wirklich warm hält. Die einzige Angabe, die ich gefunden habe, war bis zu minus 30 Grad. Aber das ist eben auch sehr subjektiv und gerade im Winterbereich kann da auch schon mal ein, ja, 10 Grad Spanne sein, wo sich jeder dann so damit wohlfühlt. Allerdings kann ich auf jeden Fall sagen, dass gerade bei der X-Therm merkt man, sobald man sich da drauf legt, merkt man sofort, dass die halt extrem viel Wärme wieder zurück zum Körper reflektiert und es wird einem wirklich direkt warm darauf. Deswegen würde ich die Isomatte jetzt auch nicht unbedingt jemandem empfehlen, der die dann auch hauptsächlich im Sommer benutzen will, weil da wird es wahrscheinlich sehr, sehr warm dann noch auf der Isomatte. Abseits vom veränderten R-Wert hat die neue NXT-Variante der X-Therm alle Verbesserungen bekommen, die eben auch die X-Lite bekommen hat. Sie ist dicker, sie ist leiser. Außerdem, dadurch, dass das Isolationssystem im Inneren eben optimiert wurde, spart man bei der neuen, obwohl der R-Wert eben höher geworden ist, die Dicke dicker geworden ist, ist sie trotzdem noch leichter als der Vorgänger. Vergleicht man mal die Größe Regular, also die normale, mit der aus dem letzten Jahr. Dort hat die eben 470 Gramm gewogen, laut Datenblatt. Ich konnte es leider nicht selber nachwiegen, weil die Matte hatte ich eben nie. Die neue X-Therm wiegt allerdings laut Datenblatt schon nur noch 440 Gramm. Also ist damit deutlich leichter als teilweise Isomatten, die ich für den Sommer verwendet habe. Also beispielsweise, ich hatte von C2 Summit die Comfort Light, die hat irgendwie einen R-Wert von 3,5, glaube ich, und die wiegt halt über 500 Gramm. Und die wiegt deutlich weniger und hat einfach einen doppelt so hohen R-Wert, was schon ziemlich krass ist. Neben der erhöhten Isolation gibt es noch einen weiteren Unterschied zu den X-Lite-Matten, der einem vielleicht auch auf den ersten Blick überhaupt nicht auffällt. Die Oberseite ist aus dem gleichen Material, nämlich dieses 30 Denier Nylon. Die Unterseite ist allerdings aus 70 Denier Nylon. Und je höher da die Zahl ist, je robuster ist das Material eben. Und dadurch ist die X-Therm halt viel, viel besser geeignet für jemanden, der die Isomatte vielleicht auch regelmäßig ohne Unterlage beim Bivakieren oder so verwenden will. Ich habe die neuen Isomatten von Thermarest, die NXT-Version, noch nicht lang genug verwendet, um da jetzt wirklich ein langfristiges Fazit ziehen zu können. Allerdings anhand der Verbesserungen und meiner Erfahrung mit dem Vorgänger werde ich auf jeden Fall eine relativ gute Empfehlung abgeben können.
für mich war der Umstieg auf die Neo RX Lite im letzten Jahr auf jeden Fall ein kompletter Gamechanger, weil gerade durch die Dicke, die jetzt ja nochmal angestiegen ist, fühlt sich das echt wirklich ja, wie eine normale Matratze an, schon fast zu Zeiten. Klar, immer ein bisschen plastikmäßig, aber der Komfort hat mich auf jeden Fall komplett überzeugt, weil dadurch, dass sie eben so dick ist, drücken sich auch keine kleineren Sachen oder Unebenheiten durch die Isomatte. Und die werden dadurch halt sehr, sehr gut ausgeglichen, sodass man eher auf einer ebenen Fläche liegt, als man das vielleicht auf einer dünneren Matte tun würde. Außerdem hat man durch die Dicke natürlich den Vorteil, dass man eben auch sehr gut auf der Seite liegen kann, ohne dass man die Isomatte durchdrückt. Und außerdem sitze ich auch gerade auf der neuen Variante, die ja eben ein bisschen dicker ist und auch leiser. Das ist dann ja auch nochmal ein ganz guter Test dafür, dass ja, man jetzt hier gar keine Geräusche hört, wenn ich mich hier umher bewege. Also ich wackele jetzt hier wirklich so ein bisschen drauf rum. Man hört halt nichts von einem Knistern. Und das wäre halt bei der alten Variante auf jeden Fall deutlich anders gewesen. Außerdem kann ich eben nur empfehlen, eben eine breitere Variante zu nehmen, außer man ist jetzt wirklich sehr, sehr schmal, weil man gerade bei der Dicke eben ist schneller merkt, wenn die Arme seitlich runterhängen. Vorher hatte ich eben eine relativ dünne Isomatte und eben auch eine schmale und da hatte ich jetzt nicht unbedingt das Problem, gerade im Sommer, wenn es nicht kalt ist, wenn da die Arme seitlich runterhängen. Aber hier, dadurch, dass sie eben so dick ist, hat man halt eher das Gefühl, dass die Arme dann so komisch seitwärts runterhängen und das ist dann wirklich sehr, sehr unangenehm. Das Problem hatte ich eben auch bei der Regular-Version von der X-Therm, die ist mir eben auf jeden Fall zu schmal, aber für jemanden, der etwas schmaler ist, wird das dann wahrscheinlich trotzdem immer noch passen. Und das ist eben auch das Tolle an den X-Lite und an der gesamten Neo Air-Reihe. Da gibt es ja auch noch die Uber-Lite, die nochmal leichter ist und weniger isoliert ist als die X-Lite. Dass es die eben in unterschiedlichsten Größen gibt und jetzt eben auch in der Max-Variante und da sollte halt wirklich für jeden was dabei sein. Was bei so einer Isomatte natürlich klar ist, dadurch, dass sie halt größer und dicker ist als die meisten, ist, dass sie halt mehr Luft benötigt. Das heißt, wenn man sie wirklich einfach nur mit dem Mund aufbläst, ist man hiermit halt deutlich länger beschäftigt als bei einer kleineren Isomatte. Aber das ist halt einfach die Physik. Und wenn man jetzt einen Pumpsack oder eine kleine Mini-Pumpe verwenden möchte, dann kann man da dem auf jeden Fall nochmal ein bisschen Abhilfe schaffen. Ein weiterer Kritikpunkt an den ganzen Neo Air Produkten ist eben, dass die Luftkammern dort so quer angeordnet sind. Dadurch hat man halt eher das Gefühl wahrscheinlich, dass man seitwärts so ein bisschen runterrutscht, weil es halt eben ja keinen richtigen Seitenhalt gibt. Hatte ich persönlich aber tatsächlich nie Probleme mit und andere sind vielleicht nochmal von der Struktur her ein bisschen komfortabler, gerade die von C2 Summit sind sehr komfortabel, die hatte ich eben auch vorher. Allerdings sind die durch ihre Bauart eben auch deutlich schwerer. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Neo Air X-Lite und X-Therm ist auf jeden Fall das Verhältnis von Gewicht zur Wärmeleistung. Und da sind die Matten eben unschlagbar und ist eben für mich auch ein absolutes Kaufargument, weil ich möchte eine Isomatte in erster Linie haben, damit mir nachts nicht kalt ist. Und ich möchte die aber auch, wenn ich die den ganzen Tag mit mir rumtrage, nicht, dass sie besonders schwer ist, weil ja, ich brauche sie eben nur nachts. Und das erfüllt die X-Lite und die X-Therm eben perfekt. Und gerade die X-Therm finde ich halt unglaublich beeindruckend, dass sie nur 450 Gramm wiegt und trotzdem eben einen R-Wert von 7,3 hat und damit für jedes Wetter perfekt geeignet ist. Was einem bei dieser Art Isomatte auf jeden Fall klar sein sollte, ist, dass wenn sie eben ein Loch haben oder einen anderen Defekt, dass sie dann eben nicht mehr funktionieren werden, weil das Isolationsprinzip basiert eben darauf, dass Luft im Inneren zirkulieren kann und eben vom reflektiven Film im Inneren wieder abgestoßen werden kann in die entsprechende Richtung und sobald da eben ein Loch drin ist, funktioniert das nicht mehr. Ja, und jetzt abschließend vielleicht nochmal ein bisschen Kaufberatung, wenn sich das alles für euch interessant angehört hat. Für Leute, die bereits eine X-Lite hätten, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, die neue zu kaufen, weil da ist der Sprung dann eben nicht, wer weiß wie groß, weil es echt nur kleinere Verbesserungen sind. Es sei denn, man will eine andere Größe probieren oder eben man möchte definitiv eine leisere Isomatte haben. Dann lohnt sich der Umstieg auf jeden Fall. Jedem, der allerdings noch keine X-Lite hat und auf der Suche nach mehr Wärmeleistung und mehr Komfort ist und trotzdem keine Abstriche in Sachen Gewicht machen möchte, dem würde ich auf jeden Fall die X-Lite NXT empfehlen. Und das ist jetzt eben auch der perfekte Zeitpunkt, um da einzusteigen. Die alten Versionen gibt es auch noch zu kaufen, aber ich glaube, die sind fast überall ausverkauft. Deswegen kann man da jetzt auch nicht einen wer weiß wie guten Deal beim Vorgängerversion machen. Und gerade dadurch, dass sie halt deutlich leiser ist, würde ich auf jeden Fall jedem die neue NXT-Variante empfehlen.
Deswegen bin ich eben auch damals umgestiegen von meiner C2Summit-Matte. Die war ganz in Ordnung, die war halt auch deutlich günstiger. Allerdings war sie schwerer, hatte nicht die entsprechende Wärmeleistung, so dass man die eben auch mal in den Grenzbereichen im Winter gut verwenden könnte. Und sie war halt deutlich schmaler und deutlich dünner. Und für mich hat das halt den Schlaf im Zelt deutlich verbessert, eine dickere Isomatte zu haben, eine breitere Isomatte zu haben. Und ich schlafe eigentlich in den meisten Nächten komplett durch. Und ich würde sogar fast behaupten, ich schlafe im Zelt genauso gut wie zu Hause, weil der Komfort dieser Isomatte eben so, so gut ist. Abschließend muss man auf jeden Fall sagen, dass die Isomatten nicht günstig sind. Die X-Therm, je nach Größe und je nach Angebot, kostet so um die 300 Euro und die X-Lite kostet so um die 250 Euro. Das muss am Ende des Tages natürlich immer jeder selber wissen. Ein Preis ist immer ziemlich subjektiv, was man dafür ausgeben will und wie wichtig einem das ist. Wenn man das regelmäßig macht, wird man hiermit auf jeden Fall nicht enttäuscht sein, wenn man die 250 Euro für eine X-Lite oder die 300 Euro für die X-Therm investiert hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch die neuen NXT-Matten gefallen. Für mich war es auf jeden Fall so ein bisschen das Update, worauf ich jetzt gewartet hatte bei Thermarest. Damit sind sie auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut aufgestellt im Vergleich zu der Konkurrenz. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Isomatten ihr so verwendet, was da euch besonders wichtig ist. Und dann würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.